Wir müssen nach Kanada jetzt auch noch, ey. Das ist so. Warte, aber sie kommen, sie kommen. Warum kann ich die Kanone nicht... Ach, der Lea steht da dran. Warum geht das nicht? Jawohl. Hey, ich habe keine Kugel mehr. Ha, hier ist einer drauf. Moin und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. In der Arena kämpfen wir heute mal zu viert beim letzten Mal in den letzten drei Runden, die wir zuerst absolviert haben. Unsere Premierenrunden sind wir ja in Unterzahl gewesen und zwar nur zu dritt. Heute ist Lea Mascha dabei und auch natürlich wieder die Crew von der Captain Shift. Mal gucken, wie wir heute zu viert abschneiden. Ich wollte gerade das Jetpack aus Satisfactory benutzen, um die Wand hochzukommen, ey. Gute Idee. Ich bin noch so im Gameplay. Ich heute die Leertaste gedrückt halt und hochfliegen gerade. Oh Mann. Du bist schon da, oh Mann, bei mir lädt's noch. Ey, so ein. Ach, ist, ich bin auch da. Wenn du so stundenlang so ein Spiel spielst, weißt du, so vier Stunden am Stück, ey, dann. Sind die alle nackt? Alles Skelette. Geht weg. Was bei euch sind alles Skelette? Ja. Ach, jetzt gerade kurz. Okay, jetzt haben sich alle angezogen. Ja. Das hatte ich gerade auch beim Laden, waren sie plötzlich alle Skelette und dann kamen sie alle. Fisch. Cool. Oh, selbst gemacht. Der ist aber klein. Ey, hier. Mir folgt eine Melone, ist das cool. Mr. Melone? Nee, nur Melone. Nur Melone. Irgendwas. Ich habe jetzt die Zahlen nicht lesen können. Ihr könnt den Anker nicht mehr mit Kanonenkugeln treffen, damit er fällt. Okay. Echt? Das ist wirklich eine gute Info. Dankeschön. Ja, gut, als hier kann man jetzt noch nichts machen, oder? Außer rumlaufen. Hier können wir Sachen kaufen, aber du kannst es, glaube ich, noch nicht, weil du hast ja noch keinen. Nee, ich hab noch gar nichts. Du hast ja noch nicht gespielt. Gott, spielt man dieses Spiel. Du leckst mal. Irgendwie, wenn du dich bewegst. Ach, so tanzen ist so. Echt? Ich geh in Whirlpool. Ich weiß nicht, deine Animation ist irgendwie. Oder bei dem Captain aber auch. Ah. Was ist denn? Nö, ich war echt. Gerade eben doch schon. Also, warte wenn mal. Ich rumlaufe, echt? Oder. Der verdammte Whirlpool. Das ist ja geil. Hier ist ein Grogfass direkt am Whirlpool. Geil. Neu, ich glaube, ich weiß, was die gemacht haben. Die haben, glaube ich, wenn du weiter weg bist, siehst du die Animationen nicht mehr komplett mit kompletten Frames. Dann werden irgendwie Frames weggelassen, glaube ich. Das kann aber sein. Ich weiß nicht, ob das, sparen oder so. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob das hier nur in der Arena so ist. Müssen wir mal gucken, ob das dann im freien Spiel auch so ist. Aber das sieht echt seltsam aus, weil er hält halt die Pose so beim Rennen. Er bewegt sich halt das vorwärts. Das habe ich auch gerade gehabt. Und es slidet dann so in so einer eingefrorenen Pose einfach vorwärts. Das ist ganz seltsam. Also der Starlord sagt, es liegt an den Servern. Echt? Okay. Dann sind wir auf einem beschissenen Server wahrscheinlich. Mal gucken wir mal. Naja, ist ja nur die Aufwärmrunde. Jack Smelly. Ja, vor allem hat mir Starlord vorhin schon gesagt, dass das wohl mit der Hitbox jetzt alles nicht mehr ganz so toll fruchtet. Und er war schon so gefrustet, dass er schon den Controller in den Fernseher werfen wollte. Und das soll schon was heißen. Wir merken den Unterschied bei Hitboxen doch eh nicht. Nee, sowieso nicht. Wir merken doch eh nicht, wo da die Unterschiede liegen. Also als ob ich je mir drauf geachtet hätte, wo die Hitbox in Sea of Thieves verläuft. Ja. Ja, aber du weißt ja, wenn Starlord schon gefrustet ist, ja, und hier Rage Quit macht und so, dann weißt du, okay. Dann ist was im Argen. Ja, Starlord spielt aber auch Sea of Thieves in der ESL. Ja, okay, das ist ein Argument. Boah, warum leuchtet denn das hier plötzlich? Ich hab gekotzt. Ich hab gekotzt. Warum leuchtet denn das hier plötzlich? Ich hab gekotzt. Das erklärt einiges. Du hast in meinen Becher gekotzt. Die Kotze leuchtet. Oh, es kotzen gerade so viele in den Pool, ey. Das ist schon gar kein Problem. Ich höre es schon, ey. Das ist ja. Das kotzt mich alles an hier. Das ist eine Scheiße hier. Ah, ich hab was Grünes im Gesicht. Es läuft über. Ich will raus aus dem Pool. Alle raus aus dem Pool. Nein, es ist schön warm hier. Der Hugo sagt, beim Spielbär ist der Titel im Stream noch nicht geändert. Scheinbar. Ja, stimmt. Ich wusste, dass noch irgendwas fehlt. Die ganze Zeit habe ich überlegt. Irgendwas hast du noch nicht gemacht. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Moment. Ja. Danke für den Hinweis. Oh, bist du schlecht. Ich weiß jetzt. S-O-T. Ja, mir ist auch schlecht. Auch. Das ist was anderes Spiel. Nein, niemand. Of Thieves. Sea of Thieves, genau. Ingenieurswesen nehme ich mal raus. Early Access nehme ich mal auch raus. Lehrreich. Ich lasse mal lehrreich als Tag, lasse ich mal drin, ne? Ja. Man kann hier wirklich viel lernen. Sehr lehrreich. Ich habe auch braun. Hier lernt man was über Piraten und. Hast du auch Kochen reingenommen? Das 17. Jahrhundert. Melone, danke schön. Beauty habe ich auch mit reingenommen noch. Wenn wir uns grün anmalen, dann wird das echt toll.
Der Super Kai, wir haben keine Chance, Leute. Wir haben Super Kai 2010 hier. Ja, aber der ist schon nicht mehr up to date, weil der ist ja 2010. Ach, ja. Der ist aber besser als der normale Kai. Ja, das ist richtig. Oh Gott, los. Oh Gott, jetzt habe ich. Oh Gott, ich dachte gerade, mein Spiel ist abgestürzt. Sagen, jetzt habe ich aber gerade gelaggt. Alter, kommt da plötzlich ein schwarzer Bildschirm. Wenn du so aufgeregt hier. Wenn du so aufgeregt. Wenn ich einen Piraten mit einem Holzbein ins Bein schieße, ist das dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung? Ich würde sagen Sachbeschädigung. Haha. Lädt, es lädt. Das lädt immer recht lange. Nee. Naja, es lädt halt noch. Aber da ist schon Gewitter. Irgendwie. Ich höre es schon donnern. Direkt Sturm. Das wäre auch krass. Sturm wäre auch nicht schlecht. Das hatten wir noch nicht. Haben wir das schon? In der Arena noch nicht, glaube ich. Nee, wir waren nicht in der Arena. Buja. Buja? Okay. Ja, Alter, wir sind blau. Wir sind voll blau. Geil. Bin ich blau? Wir sind wirklich blau. Oh. Okay, warte. Die Azur-Scout, das passt doch hier voll zu deinem Urlaub noch irgendwie, kann das sein? Oh ja, das stimmt wohl. Das ist ja voll gut. Das Spiel hat das nämlich auch erkannt. Das hat die Microsoft-App auch erkannt, dass du im Urlaub warst. Dass du im Urlaub warst und jetzt hier kriegst du ja Azur-Blau. Genau, sehr und schön. Wo du warst, haben sie auch gecheckt, mit welchem Flieger du unterwegs warst, was du gegessen hast. Aber die stalken dich nicht. Nee. Warte mal ab. Oh, neue Karten verfügbar. Wenn du gleich deine Urlaubsfotos dann hier findest, dann weißt du, mit den Bilderrahmen in der Lobby so. Hängt dann drin. Herrlich. Okay, sind wir alle in einer Reihe. Das ist das Scheiße. Ja. Wo fahren wir hin? Gib mir einen Kurs. Stimmt, wir müssen ja performen. Oder so. Ja, wir müssen alle gleich performen. Wir müssen ja performen hier. Plunder Valley und die Discovery Ridge. Also eigentlich wird einfach direkt losgehen. Warten. Okay, was? Wohin jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Einfach direkt geradeaus. Einfach. Okay, alles klar. Wen müssen wir töten? Moment, ich muss schnell die. Alle! Ich bin gar nicht mehr richtig drin. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir müssen maximal Zweiter werden. Mehr brauchen wir ja nicht. Nein, wir müssen einfach nicht Letzter werden. Wir müssen mehr blocken, habe ich. Genau. Block. Ja, ich muss es noch mal in der Aufnahme tatsächlich noch mal sagen. Ich habe einen Kommentar bekommen zu unserer zweiten Runde in der Arena, der da lautete: Ich schief euch Scheiße, ihr müsst mehr blocken! Und, Kam auch genauso. Und dann habe ich mir gedacht, da ich ja Kritik immer sehr gerne und schnell umsetze, habe ich den erstmal direkt geblockt. Anker, jemand da? Ich bin dran. Ja, okay. Ich geh mal Kanonen laden. Haut mal raus, den Anker. Boah, krass, bei mir laggt das voll. Ja, bei mir auch gerade. Was, bei mir nicht? Bei mir auch nicht. Oh, jetzt geht's wieder. Oder? Also ich kann es nicht so richtig beurteilen. Anker wieder hoch? Ja, gleich wieder hoch, den Anker. Okay, was? Okay. Anker. Alle Anker. Ja, es regnet. Da ist ein Schiff. Also. Alf, ich kann das Segel nicht hoch. Was ist denn hier? Wo die laggt? Was, Alf? Ja, das laggt. Oh, er kommt direkt auf uns zu. Nein, er darf nicht. Er kann nicht, jetzt noch nicht. Ich kann noch nicht, ich bin noch nicht hoch. Jetzt, er hat, jetzt, und jetzt laden und schießen. Oh, da sind keine Kanonenkugeln drin. Doch, schießen. Alle abschießen. Junge, das ist eine Breitseite, die im Buche steht. Seift ihn ein. Ich sehe ihn nicht, Die sind abgesprungen bestimmt, aufpassen. Ich habe keine Kugeln mehr, ich habe nichts mehr. Da kommt einer. Was, wo, wie, was habe ich überhaupt für eine Waffe? Wo denn? Er klettert auf den Mast. Kann was? Warum? Weiß ich nicht. Kann ich hinterher! Ah, diese Legs. Slinky ist Fan. Hörtet ihn. Ich versuche hier den anderen abzuschütteln. Ja, er ist runtergefallen. Er ist tot. Okay, sehr gut. Aha. Sauber. Flaming Jackal. Ich bin oben. Ah, ich bin runtergefallen. Warte. Mal Anker. Was? Nein. Keine Ahnung. Ich humple. Scheiße. Ich habe extreme Legs. Das Boot ich auch, richtig toll. Wir sind gleich tot, glaube ich. Also unser Schiff. Alles gut. Nicht? Alles gut. Okay. Wann ist mein Bein wieder Gott. Ganz? Ich versuche mal irgendwie das Schiff zu steuern. Ich versuche mal irgendwie das Schiff zu retten. Ich mach mal die Löcher zu. Diesmal einer genau auf das andere Schiff. Das ist gar nicht so doof. Einfach weiter draufhalten. Ich versuch mal übers Schiff zu laufen, ohne hängen zu bleiben. Ich bin mal die Segel. Ich bin eh gerade am Humpeln. So.
Habt ihr, schöpft ihr? Ja, mach grad. Ich konnte den Wassereinbruch aufhalten, so ein bisschen. Das ist schon mal gut. Ich versuch mal, uns irgendwie wieder rauszudrehen, aber ja, gerade nicht so einfach. Sag Bescheid, wenn ich irgendwas machen soll. Ansonsten schieße ich einfach weiter auf das Schiff. Schieße einfach weiter auf das Schiff. Versuch erstmal alle Segel loszumachen. Versuch mal ein bisschen weiter unter, der passt nicht. Der Plan war ja nicht, hier ein U-Boot draus zu machen. Ach, mein Plan war das eigentlich. Dann so von unten. Richtig, weil das sieht uns ja auch keiner. Clever wäre es natürlich, wenn wir nochmal irgendwie versuchen, Katz zu holen. Ey, aber wir führen gerade, wollte ich nochmal so erwähnt haben, ne? Typ beschieße. Ja, ist ja auch richtig so. Weiter geht's. Guckt euch das mal an hier. Warte, ich mach jetzt auch mal, ich will auch mal schießen. Die gehen runter! Oder? So, hier. Ja, die gehen runter! Jawohl! Ja, nochmal einen mitgegeben hier. Aber wieso drehen wir uns nicht? Ja, wir haben die. Wir haben die. Ist gesunken, jawohl! Wir haben sie. Sehr gut. Nur gucken, dass hier genau Ronda hochkommt. Was, ein Gronda kommt hoch? Ein Gronda. Er ist schon geronnen. 1000 Punkte, Alter. Ja, das Problem ist, ich kann aber nichts machen. Ich kann das Schiff gerade nicht drehen. Und ich kann auch mit. Aber der Anker ist ja unten. The Legal Hound hat was? Oh, ach ja, ich helfe. Nee. Ich kann das Schiff nicht manövrieren. Ich kann gar nichts machen. Warum? Das tut sie nichts. Der Anker ist unten. Das ist wie im Auto. Das Auto bewegt sich nicht. Das funktioniert nicht. Die Bremse ist noch drin. So, jetzt dreht sich hier was. Der Wahnsinn. Vielleicht, dass sich was dreht. Ja, mach mal, wo sind wir denn? Und ich hab noch nicht einmal geblockt, will ich an der Stelle mal sagen jetzt, ja? Geh mal gucken, ob ich ein paar Schatztruhen ausgraben kann. Geht mal Schatztruhen ausgraben. Stimmt, da war ja was. Das ist ja Schätze finden und so. Voll vergessen. Ich hab das Schiff im Griff. Jetzt geht's wieder. Okay. Das Schiff fährt wieder. So, welche Karte ist das jetzt eigentlich? Die oberste? Die oberste müsste das sein, ja. Dann hörte dann. Guckt einer auch immer um mir herum. Untenrum, ich guck immer untenrum, ja, das ist ganz immer wichtig. Immer untenrum alles angucken. Immer untenrum. Ganz wichtig, dass man sauber ist untenrum. Richtig. Also wir. Ah! Wir sind im Nordwesten der Insel angekommen, ja, also. Nordwesten? Nordwesten, oh Gott. Nordwesten. Hast du Plunder Island? Da sehe ich überhaupt, weiß ich überhaupt nicht, wo ich bin. Ich gehe jetzt unter die Spitze von diesem komischen Felsen. Genau, und da grabe ich dann einfach erstmal. Weil ich glaube, da ist nämlich was. Das müsste dann hier sein. Scheiße. Okay, kann man gar nicht graben. Welche zum Verkaufen? Ja gut, die ersten Inseln sind ja schon leer gelootet. Auch mal Kugeln. Kugeln! Warum kann er denn hier nicht graben? Mann, oder ist das oben? Meinst du dieses Kreuz da bei diesem Dings, ist das oben oder ist das unten drunter? Ich würde jetzt schätzen, dass es unten drunter daneben so. Hier so. Unter daneben bei links. Genau. Aber hier kann man gar nicht. Hier geht's gar nicht. Hier kann man gar nicht graben. Ich hasse Plunder. Ups. Was, du hast Plunder? Ich hasse Plunder. Plunder ist immer blöd. Plunder ist blöd. Kann ich dir helfen, Lea? Du siehst so verloren aus. Lea? Lea ist gar nicht mehr im TS. Was? Ich glaube, Lea ist rausgeflogen. Ist nur so eine Vermutung. Ja, warte. Jetzt ist sie wieder da. Ja. Okay. Lea? Lea? Alles gut? Hörst du uns? Ja, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Father, can you hear me? Hör ich. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ganz, ganz krass hier bei mir mit den Lags und ich flieg raus und... Nein, warum? Im Spiel habe ich ganz krasse Lags und jetzt bin ich... Werden wir beschossen? Nee. Aus dem TS ich weiß es nicht. Nee, das sind wir nicht. Das sind die Gelben. Warte mal. Ja. Ich will immer mit M die Map aufmachen. Ey, ich bin immer noch voll in Satisfactory drin. Ey. Ich muss erst mal umdenken. Sarge, da kommt der Grüne, kommt jetzt hier rumgeschippert. Der fährt noch hinter uns lang. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin jetzt. Oh nein, shit! Oh nein, shit! Okay, alles gut. Das nicht, ey. Boah, wir haben die Führung abgegeben. Nein! Ja, ich weiß, die haben die ganz scheiß Huhn verkauft. Ja, die sind auch gerade, glaube ich, auf dem Weg zum nächsten Händler, die Grünlinge. Ich finde hier nichts, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Zeug ist. Ich weiß auch nicht, wo das ist hier, ich bin hier total ratlos. Hier kommen noch andere an, glaube ich, die Gelben kommen. Die sind hier gerade. Oh nein. Da sind die, laufen hier unten rum. Ich sehe sie. Ich kann jetzt aber beim besten Willen nicht sagen, wo ich jetzt gerade auf der Insel bin. Das ist gut. Beim nächsten Mal sollten wir die kleine Insel. Der hat auch keine Ahnung. Der hat auch keine Ahnung. Der gräbt irgendwo, wo es absolut sinnlos ist. Ich sehe den hier unter mir. Der ist hier unter mir. Der noch an Bord? Lea ist noch an Bord. Gut. Komm, grab noch mal. Dann kann ich dich erschießen. Ich bin noch nicht runtergelegt. Er hat eine gefunden. Nimm sie. Ja, ich versuch's. Töte sie.
Ich habe aber nicht mehr viel Leben, das ist das Problem. Er hüpft. Oh, fuck. Ich hab geschossen. Ich hab auch kein Essen. Wo du bist auf der Insel? In der Mitte, glaube ich, ist das. Oben auf der Mitte? In der Mitte, nein, nicht oben. Der Typ, der hüpft unten rum, da ist die Kiste. In der Mitte, glaube ich. Da ist so ein Durchgang, da gibt es so viele Höhlen, da zweigen Höhlen ab, nach links und rechts. Und da in der Mitte, ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich fall runter, scheiße! Ich bin fast tot! Nein! Ach man. Kack doch die Wand an! Scheiße! Ich habe das Gefühl, jetzt ist es gerade ein bisschen besser. Danke, Star-Lord. Ha! Ich stell mich einfach hier in den Busch. Ich angel mal. Warte mal. Hier, die Kiste, hier klickst du die. Ich grab einfach die Kiste weiter aus. Nein. Ich nehme die Kiste einfach mit. Nimm die Kiste mit, auf jeden Fall. Nimm die Kiste mit, wir wollen die Kisten, wir sind nur Dritter. Mach ja, was. ja, ich mach doch. Mach was. Arbeitet. Oh, hier ist das so. Ach, Mann, warum schieße ich denn immer? Hast du geschossen? Ich schieße ganz scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo unser Schiff ist. Ja, keine Ahnung. Im Nordwesten. Unser Schiff. Wo ist der Nordwesten? Oh Gott, nee, das ist das andere Schiff. Oben links. Ich kann nicht auf den Kompass gucken, wenn ich die Kiste in der Hand habe. Wisst ihr nicht, wo ihr seid? Ich hab beide Hände voll. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Mann, nur, wo den ihr Schiff scheiße, ich bin am falschen Ende, glaube ich. Ich bin fast tot. Nordwesten bin ich. Schwierig, weil ich wo dein Auto wohnt. Oh, schön. Wo war jetzt das Schiff? Nordosten? Nordwesten. Ja, aber da bin ich doch. Da guck ich da hin. Da ist kein Schiff. Da ist nichts. Ja doch, wir sind doch da. Ja, nee. Warte, ich... Ja doch. Wenn du das gelbe Schiff siehst, sind wir links davon. Oh. Was? Ich sehe gar kein Schiff jetzt. Gar kein Schiff. Ich springe ins Wasser jetzt. Rumfahren, irgendwas machen. Ich stehe hier rum und habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich mach was Produktives. Ich sehe euch. Wer sieht uns? Hier, ich hab Loot. Ich komme von links hinter der Insel. Guck mal, links hinter der Insel ist aber... Leon, zeig das mal Fische. Wenn, aus Fahrtrichtung links, vom Schiff aus auch links. Mein aus ich sehe Lea, ich sehe Yamato, ich sehe alle. Hier, ich hab Zeug, Scheiß Karte. Mann, warum schieße ich immer, wenn ich diese Karte aufmache? Weiß ich nicht. Keiner weiß, wer das Taj Mahal gebaut hat. War das nicht das Casino in Las Vegas? Ja, guck mal. Hotel? Ha, hey. Wer hat den Club hier? Ja! Jetzt wird alles jetzt gut. Wir arbeiten, ich leck auch nicht mehr, glaube ich. Nicht? Gut. Nee. Ich komme jetzt mit der Kiste. Okay, kann ich? Ich hab die Kiste. Weg, alle weg. Okay, weg hier. Hat jemand was zu essen? Nö. Nein. Guck, mein Luschi ist nicht zum Essen. Wer schießt hier? Nimm die Finger weg. Lass uns fahren. Ja, lass uns hier. Fahren. Ist der Anker? Nee, okay. Fahr da hinten. Also jetzt rechts von uns zum Pendler. Da haben wir nur eine Kiste. Ne? Eine auf zum Pendler. Die Nein, Zeit zur Hälfte ist abgelaufen. Aber wir waren mal kurzzeitig Erster. Das genieße ich gerade so ein bisschen. Ja. diese paar Minuten, wo wir Erster waren, das ist definitiv ein Highlight. Und das ganz ohne zu blocken. Ey. Das muss man wirklich mal gesagt haben. Das habe ich auch festgestellt. Das ist der schwerste Insel. Ah, okay. Aber gibt es schon wieder Anreiz, irgendwie nachher nochmal in der Höhle der Legenden vorbeizugucken. Vielleicht haben wir einen Anreiz, sagt er gerade. Ja, ist schon. Wie die Höhle der Legenden? Was? Legendaries. Ja, diese Athena-Höhle. Was? Attilas Höhle? Ja, Attilas Athena. Höhle. Athena. Ach. Was macht man die Kanonen? Was rechts? Ist denn das? Da sind nämlich schon ein paar Dings da vorne. Ach so. Ach, das ist diese komische Grotte, wo die ganzen die High-End-Missionen sind, oder genau, was? Genau. Ach genau, pass mal auf, ey. Versuch mal so ein bisschen mittig durchzufahren, dann könnt ihr rechts schießen und irgendeiner muss die Truhe rüberbringen. Die schießen ins Wasser, guck mal, die sind dumm. Ja, aber das sind zwei Schiffe. Die sind dumm. Guck mal, die sind dumm. Dumm die sind. Nee, die stehen einfach nebeneinander. Ach so, ja, stimmt, das andere Schiff steht hinter dem anderen Schiff. Nee, das andere Schiff ist zu Klump geschossen, guck mal. Der Wahnsinn, wenn man durchs Rohr guckt, sieht man das alles. Feuer! Ja, stimmt, Punkte. Okay, einer muss links abspringen mit der Truhe. Was? Oh Gott, ich bin der Springer. Was, ich hab wo? Die. Ist meine ja, Kiste, stimmt, die habe ich hier den ganzen Weg habe ich die rübergeschleppt und jetzt, ich bin schon ins Wasser gesprungen. Okay, hast du die Truhe mitgenommen? Gut gemacht. Ja, habe ich. Bin schon, nee, die Truhe habe ich nicht. Ich habe sie fest umklammert. Oh Mann. Oh mein Gott. Das dauert nur ein bisschen, bis ich da angekommen bin. Hoffentlich kennt da keiner. Gelben sind wieder versenkt worden, wie ich gerade sehe. Ja, scheinbar. Die haben auch noch gar keine Punkte.
bisher? Nicht mehr, nee. Wir hatten mal kurz. Wir könnten noch. Ah, nee, jetzt ist nur Plunder. Ja, toll, jetzt kommt hier meine Meermaid hier hoch und verrät mich. Tolle Wurst. Ja. Also, der wird uns jetzt jagen hier rechts, Lea. Ich weiß. Was, und steck dein Glubschi weg. Ja, der da. Ich hab nur eine Kokosnuss. Ich hab mein Glubschi. Klingt irgendwie komisch. Alles gut. Steck dein Glubschi weg. Ja, von Lea rechts. Feuer! Feuer! Schnell verkaufen, schnell verkaufen. Ich hab verkauft. Er kommt. Ich versuch Zeug zurückzukommen. Die überfahren uns. Oh mein Gott, ich hab keine Kugeln mehr. Die sind bei uns an Bord. Nein, ich komme, ich komme. Feuer! Wo sind sie? Noch nicht, aber noch nicht ich an Bord. Nix. Aber gleich. Ach so. Noch nicht, aber gleich. Sie sind an Bord, ich aber bin jetzt da. Noch nicht. Ich bin da, ich bin da. Was muss ich tun? Löcher flicken. Ich muss. Oh, Scheiße. Schöpfen. Ich repariere. Ich gehe runter und repariere. Oh Gott. Die Löcher sind vorne. Ich steuere. Es sind viele Löcher. Viele Ömö. Was ist Ömö? Viele Ömö. Was ist das? Viele Ömö. Wer ist Emil? Was? Wer ist dieser Emil? Von dem ihr alle redet. Ich habe drei Bretter und es sind drei Löcher, als wenn ich es geplant hätte. Ja. Brauchst du Essen? Hast du gut unbedingt gemacht. Nein, es sind mehr Löcher, ich hab mich geirrt. Tief drin. Komm hier raus. Lauf! Ah. Da stresst schon wieder. Für jeden. Der Adrenalinpegel pegelt schon wieder. Der pegelt sich schon wieder ein. Scheiße. Einfach gut. Haben wir noch Löcher? Eins noch, das mach ich gerade zu. Ich mach's nochmal zu. Jetzt. Ich hab auch noch ein bisschen. Okay, ein Eimer ist noch. Platz im Wasser, im Eimer. Platz im Wasser. Ich hab ein bisschen Platz im Wasser. Nur noch Plunder. Noch zwei Kisten, aber. Noch mehr Plunder. Ach, lasst uns einfach die anderen versenken. Echt? Was? Lass uns ein Schiff direkt voraus. Ja, da wollte ich gerade auf zuhalten, aber ich glaube, das sind die Grünlinge, oder? Lasst sie uns töten. Ah, kann ich sehen. Ich glaube ja. Das hat bisher am besten funktioniert irgendwie. Sagte er. Ja. Wo sind eigentlich die Gelben? Haben wir schon aufgegeben? Die sind schon zweimal versenkt worden und haben 0 Punkte. Die sind weg. Ich glaube, wir können die Gelben unter irrelevant abstempeln. Auf jeden Fall. Ah, nein, das heißt, wir sind Letzte. Ja, leider. Nein. Ja, noch werden wir hier geführt. Also so lange sind wir nicht Letzter. Ja, wie viele Punkte kriegte man jetzt nochmal für ein versenktes Schiff? Das waren doch 1000, die wir gerade gekriegt haben, als wir die versenkt haben. Die anderen kriegen nur abgezogen. Ich glaube, wir weiß gar nicht, kriegen wir so. Aber wir kriegen ja pro Treffer Punkte. Ja, pro Treffer Punkte. Wir haben auch alle unsere Punkte, glaube ich, fast. Nee. Wir haben 1000, also wir haben vorhin, bevor das Schiff untergegangen ist, hatten wir knapp 1000 Punkte nur durch die Treffer gekriegt, glaube ich. Weil wir hatten ja keine Kisten und so. In Schusslinie. Also wahrscheinlich, damit ein Schiff sinkt und du das machst, dann brauchst du halt so viele Punkte, dass du 1000 hast. Irgendwie. Also du kriegst durch ein Schiff versenken 1000 Punkte. Finde ich aber interessant, dass die gemacht haben, dass das PvP also an sich weniger bringt als das PvE-Kram. Hm. Ja, sonst würde ja jeder nur noch Schiffe versenken. Feuer! Versenken spielen. Ja, genau. Wäre das hier Schiffe versenken. Macht sie weg! Wir können nix! Ich fühle nur glücklich! Oh shit. Ah, keine Kugel mehr. Ah, und ich treffe nichts. Nein, ich habe auch nur einmal getroffen. Du wirst auch treffen. Ja, das ist nicht so einfach. Der Winkel ist ungünstig hier. Wir hauen ab! Die ersten Kugeln hier wieder von daneben fliegen. Das sind die Salutschüsse. Wir sind zu weit weg, wir sind zu weit weg. Aufhören zu schießen. Wir verschwenden nur Kugeln. Warte mal, hier ist ein Meerjungfrau. Pass auf. Kann mal einer irgendwie, obwohl, reicht das? Ich weiß nicht, ob wir Segel hochmachen. Wo ist eine junge Frau? Was? Segel hoch, welches? Kollision! Zu spät. Nein, nicht zu spät. Nein, okay. Doch, zu spät. Okay. Wir müssen uns mehr aufteilen. Hier ist noch eine Meerjungfrau. Finde ich irgendwie merkwürdig. Ja, ich bin doch schon total zerteilt. Ist das hier noch? Ist das Plunder? Ist das Plunder? Seid ihr jetzt von Bord gegangen? Nein. Ich bin von Bord gegangen. Ich bin unter Deck. Wer hat dir das befohlen? Ich hab's mir selber befohlen. Captain hat sich selbst hier befohlen. Hier ist aber einer noch, der gerade ausgräbt. Links, also, links, Schiff. Töte ihn. Was, einer, der ausgräbt? Rechts, auch ja. Schiff. Zwei Schiffe. Links und rechts.
Ich hab jetzt erstmal das Segel hochgemacht. Ich glaub, vielleicht noch einer mitkommen? Oder wer? Was? Wo? Wer? Ja, ich komme. Wo bist du? Ja, ich bin durch den Graben durch. Was? Ihr habt mich geschossen, ihr Schweine! Was? Sind da drüben welche? Ich komme. Ich blocke sie weg. Hier muss doch einer sein, der noch ausgräbt. Ich blocke sie alle. Ja, irgendeiner von den grünen Jungs. Die grünen schon wieder. Der wird wahrscheinlich nach... Die haben ja auch gerade einen Höhenflug. Der wird wahrscheinlich nach Westen laufen, weil da sein Schiff, glaube ich, liegt. Okay, wir bekommen 25 Punkte pro Treffer, 1000 für eine Truhe und das Schiff, das sinkt, verliert 1000 Punkte. Alles klar. Haha, lasst sie uns alle versenken. Ja, eigentlich ist es auch ein Plan, können wir auch gewinnen. Ja, weil, ich meine, guck mal, wenn wir knapp 800 Punkte selbst für ein versenktes Schiff kriegen und die anderen verlieren, dann könnten wir die Roten noch einholen, theoretisch. Das ist durchaus richtig, dann müssten wir die nur versenken. Okay, der Grüne kommt zurück, wir wollen jetzt ihren Buddy hier abholen bestimmt. Wo bist denn du jetzt? Der Insel. Im Westen. Westlichen Seite, da wo er jetzt kommt, er jetzt auch ran. Ich bin jetzt auch am Westen. Ich stark davon aus, dass der da hier irgendwo... Ich sehe die Grünen. Hier, ich sehe dich. Oh Gott. Ja. Kommt ihr vielleicht zurück? Dann, ja, wir kommen. Los, zurück, schnell. Die Grünen kommen zu uns. Ja, ich weiß. Bündnis 90. Nein. Nein. Dahinter fährt auch das andere das Rote. Sie wollen uns zwingen, vegan zu leben. Nicht schon wieder. Mein Auto. Ja, sie wollen uns den Auspuff verstopfen. Schnell. Feuer leer. Sie. Schießt auf sie! Ich weiß nicht, ob ich treffe. Ist egal. Schießen. Schießen, fragen können wir hinterher. Ich hab drüber geschossen, nein! Ich auch! Ich komme! Achtung! Zähm auf die Roten! Papa, 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 papa! Was, die Roten kommen auch noch? Die ja. SPD oder oh was? Oh Gott! Justierte Segel, oh, McNicknack hat hier justiert die Segel geschrieben, das heißt, du musst ja in der Nähe sein. Nein, die haben mich wieder von der Leiter geschossen, die Schweine! Ich hab keine Kugel! Ich komme, ich hab Kugeln, ich hab Kugeln! Nein. Ich kann laden! Ich bin laden! Okay, ich steuer wieder! Ah, ich schaff's doch! Jawoll, guck dir das an! Bam! Und dann hier nochmal Bam! Und dann machen wir nochmal Bam! Ein Stück! Nein! Und? Oh Gott, wir haben Löcher! Kaputt! Die schießen von dem Händler aus! Also, ich treff die gerade immer noch! Wir werden getroffen! Wir werden mehr getroffen! Was? Wieso schießt denn der scheiß Händler auf uns? Ja, da ist einer an Bord. Kann man jemanden schöpfen? Ja, mach ich. Weil wir haben gar kein Wasser. Ich steuer mal. Doch, wir haben viel Wasser. Ja, ich bin dran. Ich helfe mit beim Reparieren. Aua, ich wurde beschossen. Beim Reparieren bin ich angeschossen worden. Oh nein, das läuft ganz schnell voll. Ja. Braucht der Schöpfhilfe? Dann komm ich runter. Ja. Wo ist der Captain eigentlich? Der kommt nicht ans Deck. Ich hab ihn getötet. Ich hab den beim Händler getötet. Nice, hervorragend. Ich komme nicht an Deck, weil ihr zu schnell seid. Was? Nein, das Problem ist nicht, dass wir zu schnell sind, sondern dass du zu langsam bist. Ich bin zu langsam, ich bin zu dick, ich war im Urlaub. Du musst den Nachbrenner zünden. Du musst mehr Bohnen essen, dann läuft das. Ja, genau, Bohnen und Linsen. Bohnen genau. Und Linsen, dann... Heck an, wer redet hier? Irgendwer schreibt hier, also sprich, irgendwo muss ich ein Typ in der Nähe sein. Ich dachte, du meinst gerade mich, also ich... irgendwer redet hier. Wer ist das? Was ist das? Moment. Okay, da muss auch irgendwo ein Händler in Typ sein. Weil hier ist nur die Meerjungfrau. Willkommen. Die Flucht der Karibik-Imitationsmusik läuft gerade. Wir müssen uns beilen mit irgendwas, was wir machen. Okay. Also, ihr müsst den Roten versenken. Wir müssen schießen. Wir müssen schießen. Ja, das auch. Ja, beides. Okay, ich bin beim Händler angekommen. Wenn ich hier jeden töte. Jeden. Ist doch keiner da! Kanada! Wir müssen nach Kanada jetzt auch noch, ey! Das ist so. Warte, aber sie kommen! Warum kann ich die Kanone nicht. Ach, da Lea steht da dran. Warum geht das nicht? Jawohl! Hey, ich hab keine Kugel mehr! Ha, hier ist einer drauf! Einer ist an Bord bei uns! Ich hab ihn gleich! Müssen wir blocken! Vergesst das Blocken nicht! Scheiße, ich hab nicht geblockt! Der ist tot! Ich auch! Weil ich nicht geblockt hab! Das Anker hoch! Ich bin tot, weil ich nicht geblockt hab! Muss gerade dieses Chaos. Wie, was hängst du da so rum? So, ich bin heute auf dem Politikschiff unterwegs, ja, so halb. Ich hab mich mal. Ja, weil ich nicht geblockt hast. Hey, Feuer, muss ich hier blocken? Muss der blocken? Das Segel hoch. Oh Gott. Was, Segel hoch? Ja. Jetzt egal, jetzt. Warum ist Wasser im Schiff? Weil wir gerade gegen einen Felsen gefahren sind. Na gut, die kriegen wir eh nicht mehr. Schweine. Was? Nein, ich mach gerade die Löcher zu. Ja, mach die Löcher zu. Ja, mach ich.
Da ist einer im Wasser hier. Schwimmt hier. Einer. Da ist einer im Wasser. Odell, töte ihn. Ja, da ist er. Ich sehe ihn auch. Schießt auf uns. Ich bin im Wasser, weil unser Unterdeck ist ein Swimmingpool. Nein, ist vorbei. Was? Nein? Oh. Aber ich wollte gerade noch das Loch zumachen. Ah, Dritter. Nein, wir sind Erster. Wir haben die wenigsten Punkte. Haha. Das ist die sehr... Die Ersten werden die das Letzten das sein. Das ist... Nee, andersrum. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist sehr unbefriedigend, wenn du gerade dabei bist, ein Loch zu stopfen und dann ist das plötzlich zu Ende. Ja. Das, wenn ihr auf einen Außenposten aufhört, wo ihr die Kisten verkauft bekommt, ihr keinen Schaden davon. Okay, klingt so. Wie Schaden? Man kommt keinen Schaden, wenn man den Außenposten rammt. So verstehe ich jetzt gerade. Dann sollten wir das zu unserem taktischen Vorteil nutzen. Aber wenn wir haben aber gerade doch Schaden bekommen, oder nicht? War das wenn der Außenposten? Wenn ihr den Außenposten rammt, dann kriegt ihr ein nicht. Loch. Wie jetzt? Was? Nur was kriegen wir was denn jetzt? Das hat der Star-Lord geschrieben. Lies also, nochmal genau vor, was er... Okay. Achso, und noch was hat er geschrieben. Noch auch wenn ihr noch auf, dem, auf den Außenposten auffahrt, wo ihr die Kisten verkauft bekommt, ihr keinen Schaden davon. Ausrufezeichen. Es klingt zwar so, aber ihr bekommt dann kein Loch, da die Außenposten als Wracks zählen, okay? Wie genau präzise muss ich lenken, um da hinzukommen? Naja. Boah, Level 9. Ich glaube, im Gefecht sind wir schon echt gut dabei, wenn wir es schaffen, nicht wie die wilden Hühner kopflos durch die Gegend zu rennen. Also, so wie eben. Das war aber schon eine gute Aufwärmrunde, glaube ich, oder? Also, ich meine, wir haben eigentlich ja den dritten Platz gemacht, wenn nicht... Was jetzt? Serverwechsel. Ah ja, Serverwechsel.